Das Jahr 2020 war ein turbulentes Jahr. Corona war auf jeden Fall das dominierende Thema. Aber welche Themen haben den Landkreis und die Stadt Lindau außerdem beschäftigt? Darüber spreche ich heute mit der Oberbürgermeisterin der Stadt Lindau, Dr. Claudia Alfons, und dem Landrat des Landkreises Lindau, Elmar Stegmann. Ja, Herr Stegmann, Sie wurden im vergangenen Jahr, im März vergangenen Jahres, erneut zum Landrat gewählt. Und da stand dann gleich mal die erste große Herausforderung an, nämlich Corona. Wie hatten Sie sich den Start in die neue Legislaturperiode denn eigentlich vorgestellt? Also ganz bestimmt nicht so. Denn wenn man da sich noch einmal zurückerinnert an den Wahlabend, der fand statt zwischen Krisensitzungen bei uns im Lageraum und dem Interesse natürlich, wie die Wahlen ausgegangen sind, nicht nur meine eigene, sondern natürlich auch die Wahlen in den einzelnen Städten und Gemeinden im Landkreis. Wir hatten auch in einigen Orten ja Bürgermeisterwahlen, wo komplett neue Kandidaten angetreten sind. Insofern war das ein sehr spannender Abend und gleichzeitig aber kamen die ersten Meldungen rein zum Thema Corona. Es waren Entscheidungen zu treffen. Also der ganze Tag stand schon etwas unter Anspannung. Und natürlich hatte man sich für die neue Wahlperiode ganz andere Ziele gesetzt, andere Themen vorgenommen, die man gemeinsam mit dem neuen Kreistag aufgreifen wollte. Das ist uns auch in Teilen gelungen. Also es war nicht so, dass dann alles hinten angestellt werden musste. Aber natürlich war klar, Corona war das allbestimmende Thema und es wird uns auch dieses Jahr weiter begleiten. Das steht völlig außer Frage. Trotzdem bin ich optimistisch, dass wir viele Themen, die wir bereits mit der neuen Wahlperiode angegriffen hatten, auch im neuen Jahr fortsetzen können. Durch Corona sind ja teilweise dann auch ganz neue Themengebiete aufgekommen. Zum Beispiel ja auch, wenn es jetzt um die Schulen ging, wurde ja auch die Digitalisierung jetzt vor allem im vergangenen Jahr immer wichtiger. Welche Themen sind denn da eben aufgekommen? Na, für uns spielt die Investition in den Bildungsbereich schon seit jeher eine ganz große Rolle. Der Landkreis investiert seit vielen, vielen Jahren einen Großteil seiner Ausgaben in den Bildungsbereich. Wir haben in den letzten Jahren dafür gesorgt, dass alle unsere Schulen energetisch und technisch auf Vordermann gebracht worden sind. Und daran sieht man, wie wichtig uns dieses Bildungsthema ist. Und auch das Thema Digitalisierung war für uns überhaupt nicht neu. Und wir hatten dann die große Chance, durch die zusätzlichen Gelder, die im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie für die Digitalisierung bereitgestellt worden sind, noch schneller voranzukommen. Beispielsweise seit letztem Jahr Pfingsten sind alle Schulen des Landkreises an das Glasfasernetz angeschlossen. Wir haben davon profitiert von den Leihgeräten, die bereitgestellt worden sind. Da gab es zwei Chargen im Jahr 2020. Beides Mal konnten wir da voll zum Zuge kommen, konnten die Schülerinnen und Schüler mit Leihgeräten ausstatten und gleichzeitig auch die Ausstattung an den Schulen weiter verbessern, sodass wir zumindest die technischen Voraussetzungen für das digitale Lernen schaffen konnten. Der Freistaat Bayern wiederum ist ja zuständig für die Plattformen, die Lernplattformen. Da haben wir ja im ablaufenden Jahr 2020 mitbekommen, dass es da hier und da noch hakt. Und ich hoffe, dass der Freistaat da schleunigst nachbessert, sodass auch die Voraussetzungen geschaffen werden, dass, wenn die Corona-Pandemie weiter andauern sollte, auch die Schüler nicht nur die technischen Voraussetzungen haben, sondern dass im Hintergrund auch die Software entsprechend gut und stabil läuft. Jetzt hatten Sie gerade schon angesprochen, dass Sie sich für das Jahr 2020 eigentlich andere Ziele gesetzt hatten als jetzt Krisenmanagement in der Pandemie. Gab es denn dann aber auch Themen, die jetzt im vergangenen Jahr nicht umgesetzt werden konnten, die man jetzt quasi mit ins neue Jahr nimmt, die da nochmal aufgearbeitet werden müssen? Da gibt es viele Themen, die uns aber auch ständig begleiten werden. Zum Beispiel war bei den Wahlen, bei den Kommunalwahlen im letzten Jahr das allumspannende Thema der Bereich des Klimaschutzes. Wenn man sich einmal zurückerinnert, es gab ja damals regelmäßig die Demonstrationen von Fridays for Futures und das Thema stand auf der politischen Agenda ganz, ganz oben, nicht nur auf der Ebene der Weltbühne sogar oder auch der Länder und Nationen, sondern auch auf der kommunalen Ebene hat das Thema Klimaschutz einen ganz hohen Stellenwert eingenommen. Wir sind da ein Stück weit vorangekommen in diesem Jahr, nicht so stark, wie wir uns das alle gewünscht hatten. Das hing aber auch damit zusammen, dass natürlich ein Großteil der Mitarbeiter aus der Landkreisverwaltung eingesetzt waren in der Bekämpfung der Corona-Pandemie. Denn wir konnten zwar neue Mitarbeiter einstellen, waren aber ja auch darauf angewiesen, die eigenen Mitarbeiter, die bereits vorhanden sind, schnellstmöglich zu verwenden. Denn die Neueinstellungen dauerten natürlich, bis dann die Mitarbeiter verfügbar waren. Ein Thema, das im vergangenen Jahr abgeschlossen wurde und auch im weitesten Sinne mit dem Klimaschutz zusammenhängt, ist die Elektrifizierung der Bahnstrecke München-Lindau. Welche Bedeutung hat das denn für den Landkreis Lindau, dass jetzt eben auch der Streckenabschnitt, der hier durch den Landkreis verläuft, elektrifiziert wurde? Das ist ein ganz großer Meilenstein für den Landkreis.
Es führt nicht nur dazu, dass die Wege nach München schneller und kürzer werden. Wir werden also künftig auf der neu elektrifizierten Bahnstrecke wesentlich schneller nach München kommen. Es bringt auch weitere Nebeneffekte mit sich. Wir gestalten insgesamt den öffentlichen Verkehr attraktiver, interessanter. Es wird interessanter zu werden, auf das eigene Auto zu verzichten, stattdessen auf öffentliche Verkehrsmittel umzusteigen. Und wovon wir ganz besonders profitieren werden, ist, dass der Freistaat Bayern gemeinsam mit der Bahn eine sogenannte Haltestellenoffensive beschlossen hatte. Es wird in ganz Bayern 20 neue Bahnhaltepunkte kommen. Und von diesen 20 Bahnhaltepunkten in ganz Bayern entstehen allein im Landkreis Lindau 5. Also da sind wir bestens bedient worden. Diese Bahnhaltepunkte entlang der Bahnstrecke von Lindau bis Hergatz, die da neu entstehen werden, werden noch bessere Verbindungen schaffen. Wir werden gleichzeitig unser Bussystem dann auch anpassen an diese neue Haltestellen, sodass der Bürger von der Wohnung über den Bus zur Haltestelle gelangen kann und dann in den öffentlichen Verkehr in die Bahn umsteigen kann. Damit ist er nicht mehr in dem Maße angewiesen auf das eigene Auto und es dient ja dann auch wieder der Entlastung der Umwelt. Das heißt, viele Punkte, die jetzt im Jahr 2020 abgeschlossen wurden, auch umgesetzt wurden, trotz Corona-Pandemie und einiges, was aber auch noch in diesem Jahr jetzt ansteht. Was sind denn Ihre Wünsche für das Jahr 2021? Also was ich mir persönlich wünsche und allen Menschen, ja, genauso natürlich insbesondere den Zuschauern von Allgäu TV, das ist Gesundheit. Ich glaube, wir haben in diesem Jahr gespürt, wie wichtig das ist. Alles ist nichts, wenn man nicht die Gesundheit hat. Dem muss sich momentan alles unterordnen. Das öffentliche Leben muss sich dem unterordnen. Wenn wir die Zahlen gesehen haben, wie sich dramatisch auch im zweiten Halbjahr die Corona-Fallzahlen entwickelt hatten, wie viele Menschen in die Krankenhäuser mussten und auch wie viele Todesfälle zu beklagen waren, dann sieht man, wie wichtig das Thema Gesundheit ist. Und das wird uns in diesem Jahr 2021 weiter begleiten. Das sind Dinge, da muss man uns damit arrangieren. Da bringt es auch nichts zu verzagen, sondern wir dürfen auch mit Optimismus gehen. Ich glaube, kaum ein Land auf der Welt ist so gut durch diese Corona-Krise gekommen wie Deutschland, sei es was die Gesundheitsversorgung anbelangt, aber auch die wirtschaftlichen Hilfen. Wir sind ein unheimlich starkes Land, haben uns viel leisten können in den Jahren, haben Hilfestellung geben können den Betrieben, den Menschen. Da gab es vielfältige Aktionen und insofern, glaube ich, dürfen wir auch stolz drauf sein, was dieses Land geleistet hat, was wir gemeinsam geschaffen haben. Und mit dem Optimismus möchte ich gerne auch das neue Jahr beginnen. Dann wünsche ich Ihnen alles Gute fürs Jahr 2021, auch viel Gesundheit vor allem und bedanke mich ganz herzlich für das Gespräch. Danke Ihnen. Vom Lindauer Landratsamt geht es weiter ins Rathaus der Stadt Lindau zum Gespräch mit Oberbürgermeisterin Dr. Claudia Alfons. Frau Dr. Alfons, Sie sind seit dem 1. Mai vergangenen Jahres die neue Oberbürgermeisterin der Stadt Lindau hier. Und für Sie hat damit auch ein ganz neuer Lebensabschnitt ja eigentlich begonnen und dann aber so ein bisschen erschwerten Bedingungen durch die Corona-Pandemie. Wie war denn Ihr Start hier im Lindauer Rathaus? Ja, das letzte Jahr, gerade mit der Corona-Pandemie, hat natürlich für uns alle ein völlig neues Leben, ehrlich gesagt, ausgelöst. Alles, was vorher galt, galt dann nicht mehr und der Alltag hat sich für alle verändert. Und natürlich ist wahrscheinlich so ein Amtsantritt auch ein anderer unter Corona-Bedingungen. Aber ich kenne es ja nur so, ich weiß es ja nicht, wie es vorher war. Und das Schöne war, dass ab Mai dann doch langsam die ersten Lockerungen auch wieder kamen. Insofern war das dann eigentlich eher wieder ein positiver Trend. Und dann hat sich halt der rote Corona-Faden etwas durchs letzte Jahr gezogen. Aber das ist eben was alle Bereiche, alle Bürger in der Stadt betrifft, alle Wirtschaftsbereiche betrifft, die Vereine betrifft, was uns einfach alle betrifft. Da bin ich keine Ausnahme. Konnten Sie trotz der Corona-Pandemie jetzt im Jahr 2020 alles angehen, was Sie sich so für das Jahr vorgenommen hatten? Es gibt viele Dinge, die einfach anstehen in Lindau und die sind wir angegangen, beziehungsweise die waren auch schon angegangen, die treiben wir weiter fort. Was man aber sicher sagen muss, was zu kurz kommt und was ich auch schmerzlich vermisse, ist der ganze Kontakt mit den Bürgern. Also das ist einfach zu wenig, das ist nicht möglich. Der Kontakt nach außen, dass man Bürgerrunden macht, dass man eine große Bürgerversammlung als Präsenzveranstaltung macht, das ging alles nicht. Auch der Kontakt zu den Vereinen beispielsweise, der unmittelbare Austausch auch mit der Wirtschaft, mit den Handelstreibenden, das ist schwierig. Und auch in der Verwaltung, ja, der Kontakt zu den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in der Verwaltung ist natürlich stark eingeschränkt. Wir versuchen, dass nicht zu viele auf einmal zusammenkommen. Und insofern habe ich da auch noch nicht geschafft, alle wirklich mal zusammenzubekommen und überall mich vorzustellen und hoffe, dass ich das dann, wenn Corona irgendwann auf dem Rückzug ist, nachholen kann. Durch die Corona-Pandemie waren ja auch teilweise die Grenzen geschlossen, was ja auch für die Stadt Lindau eigentlich ziemlich große Auswirkungen mit sich gebracht hat, durch diese Grenznähe eben. Welche waren das denn?
Ja, für uns gibt es diese Grenze praktisch eigentlich gar nicht. Ja? Also normalerweise bewegen wir uns über diese Grenze nach Österreich hinweg zum Einkaufen, um dort spazieren oder wandern zu gehen, um Kunst und Kultur zu genießen. Und umgekehrt genauso kommen natürlich viele Vorarlberger auch zu uns. Und deshalb war das natürlich ein schmerzhafter Einschnitt, als im Frühjahr die Grenzen komplett zu waren und auch jetzt, wo man nicht einfach anlasslos rüber pendeln soll. Das merken wir natürlich enorm und freuen uns sehr, wenn diese Grenze hoffentlich irgendwann wieder sich vollständig auflöst. Stichwort Pendeln. Da gab es ja jetzt auch im letzten Jahr einen, ja, ich sage jetzt mal Meilenstein, ja, mit dem Bahnhof Lindau-Reutin. Was ist denn da genau passiert? Ja, wir haben einen neuen Bahnhof, einen neuen Fern- und Regionalbahnhof in Lindau. Und das ist ein Thema, das uns sehr, sehr lange beschäftigt hat. Also eigentlich, solange ich denken kann, meine Kindheit und Jugend hat diese Bahnhofsfrage die Stadt beschäftigt. Und jetzt ist es wirklich real. Der neue Bahnhof ist da in Reutin, so wie Sie schon gesagt haben, und bringt damit Lindau schneller in die Welt und die Welt auch schneller nach Lindau. Also wir haben da jetzt eine tolle neue Anbindung, die sich auch noch sukzessive weiter verbessern wird. Und auch Vorarlberg, weil Sie es vorhin angesprochen haben, wird dadurch auch noch besser angebunden. Und es kommen, glaube ich, wenn ich es richtig im Kopf habe, 52 oder 56 Zugverbindungen pro Tag aus Vorarlberg hier an. Also das ist für uns tatsächlich ein ganz, ganz wichtiger Schritt, auch in Richtung Mobilitätswende. Also um insgesamt die Schiene zu stärken und das attraktiver zu machen. Es wird leichter zugänglich mit dem neuen Bahnhof. Dann lassen wir jetzt das vergangene Jahr mal kurz ruhen und blicken mal ein bisschen in die Zukunft. Da stehen ja jetzt auch einige Highlights an, unter anderem die Landesgartenschau Lindau. Wie laufen denn da die Planungen? Ja, auf Hochtouren, also nicht nur die Planungen, sondern schon die ganz konkrete Umsetzung. Und das ist wirklich ein Lichtblick. Also jetzt dieses Jahr 2021 ist eins, auf das wir uns sehr gefreut haben. Und je dunkler und trister das Jahr 2020 wurde, desto größer wurde die Vorfreude auf das Jahr 2021. Es ist einmal die Gartenschau, wie Sie sagen, die wir hier haben werden, die am 20. Mai eröffnet, wo ich auch alle Zuschauerinnen und Zuschauer schon herzlich einladen möchte. Zugleich haben wir aber auch eine große und schöne Kunstausstellung, die wir zeigen werden. Und die Therme Lindau wird auch eröffnen im Mai. Also es sind drei Highlights und insofern ist Lindau also im Jahr 2021 nochmals mehr ein Ausflug und eine Reise wert als ohnehin schon. Was steht denn dann im Jahr 2021 außerdem noch an? Vielleicht gibt es ja Themen, die jetzt im vergangenen Jahr nicht so ganz behandelt werden konnten aufgrund der Corona-Pandemie. Was nimmt man denn da ins neue Jahr mit? Also es gibt ganz viele große Themen, die uns einfach weiter begleiten. Die sind auch den Bürgern bekannt. Mit der Bahn gibt es noch weiterhin Baustellen im wahrsten Sinne des Wortes, die wir angehen müssen oder die in der Umsetzung sind. Aber ein Thema, was ich vorhin schon gesagt habe, was 2020 zu kurz kam, eben alles, was mit Kontakt und mit Beteiligung zu tun hat. Das kommt zu kurz oder kam zu kurz und das gehen wir ganz proaktiv an. Also Bürgerbeteiligung wird ein großes Thema sein für uns 2021. Und ich hoffe sehr darauf, dass Stadtteilsversammlungen möglich sein werden, dass Zusammenkünfte möglich sein werden. Ich habe es gesagt, auch mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in der Stadtverwaltung, mit den Bürgern, mit den Vereinen, dass wirklich das städtische Leben wieder Einzug hält. Also das steht bei mir ganz oben auf der Liste. Dann kann man sagen, das ist auch Ihr persönlicher Neujahrswunsch. Ja, absolut, absolut. Also ich glaube, das können wir uns alle nur wünschen, dass das, was in 2020 zu wenig war an eben gesellschaftlichem Leben, sozialem Leben, kulturellem Leben, dass das alles wieder Einzug halten kann. Und ich denke, wir sehnen uns alle danach. Und wichtig ist natürlich, dass wir alle gesund bleiben, gesund sind. Aber dass dieser Kontakt wieder möglich ist, das ist doch was, was wir Menschen auch brauchen, einfach zum Leben und zum Wohlfühlen. Das hoffen wir auf jeden Fall. Dann wünsche ich Ihnen alles Gute für das neue Jahr, vor Dankeschön. Allem viel Gesundheit und vielen Dank für das Gespräch. Dankeschön, das wünsche ich Ihnen auch. Danke. Gesundheit, das ist auf jeden Fall das, was wir uns alle fürs neue Jahr wünschen. Und das wünsche ich auch Ihnen, liebe Zuschauer. Viel Gesundheit für 2021 und alles Gute.